Moin, ihr Spacken. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Mobila Magikas Push-Gespräch. Heute aus den Blüsen. Blüten oder so richtig die Seite? Nee, müsste ich eigentlich da sitzen, ne? Oh, immer ist was. Naja, so. Und, was wollte man sagen? Klasse. Ja, so sieht's aus. Worüber wollen wir heute mal sprechen? Genau, wir wollen allerhand wieder ausprobieren. Heute Buschgespräch. Mit Heuner statt Kummer. Genau, eventuell kann es sein, dass ein Huhn einen Kommentar hat. Ein kritisches. Die sind sehr kritisch. Ja. Wir sind nicht so Spaß hier. Genau. Also macht zwischendurch ein bisschen Spaß, aber. Das ist eine ernste Sache, über die wir hier sprechen. Richtig. Ja, wir wollten jetzt darüber sprechen, wer wir sind. Wer sind wir denn? Mobila Magica, Maßtischlerei GmbH. Auf jeden Fall heute Bankgespräch und um sich mal vorzustellen. Stellen Sie sich mal vor. Wir können mal vielleicht mal umschalten. Ich bin Nadine. Ich heiße Michael. Und wir sind zusammen Mobila Magica. Genau. Und sind an den Tisch dabei. In Westerkappeln. Möbelretter-Tischlerei. Oh. Ja. Wir retten Sperrmüll! Seit Neuestem. All diese wertvollen Dinge, die in Container gehen, denen wollen wir mal einen Engel geben. Machen da was Schönes Neues draus. Genau. Zu sehen jetzt auch in unserem Laden. In Tecklenburg. So. Mobila Magica. Möbel für Individualisten. Aus Glas, Metall, Stein, Holz und neuerdings aus abgecycelten, geretteten Möbeln. Mehr oder weniger am liebsten aus gerettetem Material. Und dann was zu schade ist für einen Container, nehmen wir mit. Das schustern wir zusammen. Der moderne Mensch sagt Upcycling. Ja, keinen weiteren Baum mehr fällen, kein neues Material auf den Markt bringen, sondern das verwenden, was da ist. Weil das ist ja noch gut. Den Nerv der Zeit treffen. Ja. Mit Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist jetzt ganz wichtig. Ja. Aber nicht nur das, sondern wir reden hier auch über Wertschätzung. Wertschätzung von Dingen und Leuten. Der Handwerker, der vor 40 Jahren den Schrank aus Eiche rustikal gebaut hat, der soll ja schließlich auch gewertschätzt werden. Der hat ja schließlich mal ganz viel Arbeit da reingesteckt. In irgendwelche Schnitzereien und Leisten und was einem heute nicht mehr gefällt und das vielleicht zu groß ist, zu klobig, nicht mehr schick, nicht mehr modern. Heißt das nicht, dass das auf den Müll gehen muss, so meinen wir. Dann können wir zeigen, was man da tolles Neues draus machen kann. Mit Farbe, mit Umschneiden und was Neues draus bauen, kleinteiligeres Möbel draus machen. Eben dem Bedarf der Leute von heute angepasst. Heute sind die Geschmäcker nur mal verschieden. Kann man ja auch nachvollziehen. Genau.